Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Herzlich willkommen zurück bei Toonstruck. Heute muss ich euch eine Kleinigkeit gestehen. Ja, heute habe ich ein bisschen geschummelt, weil ich wollte ja im letzten Part an diese Nüsse rankommen. Und das war natürlich nicht ganz so einfach. Weil mir, ja, ich bin ganz ehrlich, mir ist überhaupt nicht mehr eingefallen, wie das geht. Und dann habe ich jetzt mal die Komplettlösung bemüht. Und mein lieber Scholli, also da wäre ich im Leben nicht mehr drauf gekommen. Leute, zunächst einmal basteln wir uns jetzt die Vogelscheuche. Vogelscheuche? Die Stoffkatze, wie komme ich auf Vogelscheuche? Wir basteln uns jetzt eine Stoffkatze unserer Wahl. Dazu machen wir erst einmal Folgendes. Wir bekleben die Stoffkatze mit Leim. Ich glaube, es wäre einfacher, den Leim auf das Teil aufzutragen, das ich ankleben will. Na gut, dann machen wir das eben so. So. Zunächst einmal Zuckerwatte. Ja, das ist niedlich. Ein buschiges kleines Zuckerwatteschwänzchen. Ist das nicht toll? Ja. Dann machen wir Folgendes. Klaviertasten. Wieder ein wenig Leim. Und ab geht's. Ja, das ist wirklich niedlich. Ja. Ein Stoffkästchen mit Klaviertasten und einem Zuckerwatteschwanz. Wunderbar. Ist das nicht absolut herrlich? Aber dieses kleine Stoffkätzchen ist noch nicht fertig. Nein, ich finde, es sieht noch ziemlich leblos aus. Da müssen wir doch was tun. Also benutzen wir die Springbohnen. Das sollte ihr ein bisschen mehr Leben einhauchen. Ja, cooler Rap mal. Ihr. Ja, okay. Alles klar. Und jetzt, Leute, wird es ein bisschen romantisch bei Toonstruck. Oh, das war süß. Bizarr, aber süß. Dir ist natürlich klar, dass das nur in einer Scheidung enden kann. Sie haben einfach keine gemeinsamen Interessen. Na, zumindest hat er sie geheiratet. Ich finde das sehr löblich. Flachs, hol die Nüsse. Flachs, könntest du darauf gehen und dir diese Nüsse schnappen? Klar doch. Man weiß ja nie, wann man ein paar extra Nüsse mal brauchen kann. Vielen Dank, Flachs. So, okay, damit haben wir jetzt auch noch Nüsse in unserem Inventar. Ist das nicht wunderschön? Es ist ein bisschen zusammengeschrumpft, dadurch, dass wir jetzt so viel verwendet haben. Auch der Leim ist jetzt weg. Der schöne Leim. Oh Mann. Den uns Peitschenpolly und Masomager so vertrauensvoll anvertraut haben. Ja, genau. Wir gehen zurück nach Niedling. Ja. Weil ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich jetzt... Oh Gott. Wenn ich jetzt nicht alles wieder vergessen habe, oder wenn ich nicht irgendwo was vergessen habe, meine ich, dann dürften wir jetzt alle Teile für den Niedlifizierer zusammen haben. Oder zumindest einen Großteil schon. Dann will ich zumindest jetzt erstmal ein bisschen was abgeben. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Hi, Jungs. Oh Gott, wir haben hier ganz schön Chaos angerichtet. Der Butler ist weg, der Schrank ist aufgebrochen. Aber gut. Gehen wir mal zu Wirrwarr. Wir freuen uns. Also gut. Wartet auf mich! Ich stecke nur gerade wieder die Bauteile zurück. Bitte. Sehr nett. Okay, was haben wir denn hier? Ja. Oh Gott, ich glaube, wir haben doch noch nicht alles zusammen. Aber gut. Wir haben zum Beispiel hier diesen Mantel. Und den werde ich dorthin setzen, wo der Degen ist. Das funktioniert. Okay, Morgenstern haben wir.
Was könnte denn anstelle des Eis? Eisscholle, natürlich. Wunderbar. Eine wunderbare Eisscholle haben wir hier. Dann ein Turm. Das weiß ich jetzt, glaube ich, im Moment nicht. Turm, 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 Turm. Die Fliege, kann das sein? Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich weniger. Das kann nicht sein. Da geht am Ende irgendwas schief. Ich sehe es kommen. Okay. Bei den Kind dort unten mussten wir die Kegel einsetzen. Ich glaube, so viel wusste ich noch. Okay. So. Dann haben wir hier den Wal. Und wir haben Nüsse. Das ergibt zusammen. Richtig, Walnüsse. Ist das nicht super toll? Hemd und Kette könnte vielleicht funktionieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Scheint zu funktionieren. Fehlen noch 4 Teile. Wir haben den Bogen, wir haben noch die Route, wir haben den Turm. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so einfach. Der Pfeil musste noch irgendwo eingesetzt werden. Ist nur die Frage, wo. Natürlich, beim Bogen, ist doch logisch. Pfeil und Bogen, wie könnte es auch anders sein? Ja, oh, okay, Leute, und jetzt wird's eng. 3 Stück müssen wir noch einsetzen. Und ich weiß es im Moment leider nicht ganz. Eine rote Pfefferschote. Eine Schote. So. Vielleicht da, wo das Salz war, oder? Nee, ich glaube, das hat nicht funktioniert, oder? Die Glocken brauchten wir noch. Und da wissen wir auch, was zum Turm gehört. Natürlich, der Glockenturm, ja. Logisch. So. Spiele. König Nix Spieluhr mit Tinte drauf. Wie wäre es mit Brot und Spiele? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Probieren wir es einfach mal. Ich fürchte, da stimmt was nicht. Schaut euch bloß die Anzeige an. 11 funktionierende Bauteile sind installiert. Und 10 sind an der richtigen Stelle montiert. Der Niedlifizierer ist fast in 1A-Zustand. Vorwärts, Niedlichmannschaft, vorwärts! Okay, also, 11 Bauteile sind drin, 10 sind an der richtigen Stelle platziert. Jetzt muss ich natürlich erstmal rausfinden, was hier wohin gehört. Weia. Gut, und das kürze ich ab und mache mal einen kleinen Cut. So, da bin ich wieder. Und ja, ich glaube, ich habe es rausgefunden. Zunächst einmal, Leute, hier die Glocken habe ich ja völlig falsch montiert. So, das hier muss natürlich erstmal weg. Hier müssen die Glocken hin, da wo der Turm ist. Und Route ist mir jetzt auch wieder eingefallen. Klar, Spießroute. Wir haben ja noch den Spieß. Bauen wir es hier ein. Und dann haben wir es. War's das? Ist der Niedlifizierer wirklich fertig? Ja. Ja? Ja! Ja! Ja. Exorbitant! Also, seid ihr Jungs bereit? Jawohl, Sir! Natürlich, Sir! Wir waren noch niemals so... Bereit wozu? Na ja, in die Welt hinauszuziehen und Sachen zu niedlifizieren, natürlich. Wozu glaubt ihr, ist ein Niedlifizierer sonst da? Flax, war das wirklich so abgemacht? Ich
bin mir nicht ganz sicher. Meinst du, wir haben eine Wahl? Ich schätze, die Alternative wäre, unseren Wing Commander hier das Ding steuern zu lassen. Also haben wir keine Wahl. Das ist schon okay. Vielleicht wird das ja eine dieser bedeutungsvollen Lebenserfahrungen. Ist mir jedenfalls lieber als eine dieser bedeutungslosen Todeserfahrungen. Gentlemen, die Zeit ist reif, den Nitrifizierer anzuwerfen. Wirrwarr? Ja, bitte? Du hast doch hoffentlich daran gedacht, einen weiteren, viel größeren Ausgang zu bauen. Ein Hangartor. Oder etwa nicht? Na ja... Meine Getreuen, kommt rein, bitte, beantwortet mir nur eine einfache Frage. Jederzeit, Euer Unheiligkeit, ihr braucht nur zu. Wo sind die Flüchtlinge, die ihr verhaften solltet? Hey, das ist eine gute Frage. Ruhe, du Idiot. Wir finden sie, Sire, wir bringen sie zu euch, ist so gut wie erledigt. Wir werden in jeder Ecke nachsehen. Und sogar dazwischen. Euer Übelkeit, ich flehe euch an, gebt uns doch diese eine Chance, euren üblen Launen zu gehorchen, euch unseren Wert zu beweisen. Gut, dann enttäuscht mich aber nicht nochmal. Denkt daran, eure elenden Belger wiederzubeleben war nicht einfach. Das Leben aber wieder rauszuquetschen wäre leicht. Ja, Sir! Hallo, hallo, hallo. Gratule foliere. Eure Aktion war ein unglaublicher, riesiger Niedlifiziererfolg. Ich erhalte Nachrichten aus ganz Niedlingen, Berichte über wunderbare Transformationen. Kaum zu glauben. Es funktioniert. Es funktioniert. Jetzt habe ich die Macht, alles zu niedlifizieren. Alles und jeden. Fröhlicher Tag! Fröhlicher Tag! Ja, genau, ist schon einer. Ich freue mich, dass wir Niedlingen helfen konnten, König Nick. Aber natürlich freue ich mich jetzt auch auf mein Zuhause. Und ich habe auch vor, dich dorthin zu schicken, sobald du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast. Erfüllt? Aber ich dachte, ich meine, er ist erfüllt. Die Maschine läuft wieder eins und Niedlingen ist wieder niedlich. Stimmt. Stimmt. Aber wenn ich mich nicht irre, lautete die Abmachung die Welt niedlifizieren. Das heißt natürlich die ganze Welt, nicht nur Niedlingen. Die ganze Welt? Aber doch nicht das Trickreich. Und das Überland, wie es abgemacht war. Warte mal, das war so abgemacht? Aber ja, ach komm schon, mal. Wir haben doch denselben süßen Traum. Dies ist unsere große Chance, der ganzen Welt Glückseligkeit zu bringen. Aber Eure Majestät, wenn die Übelierung schlecht war für die Niedlinger, was werden dann wohl die anderen von der Niedlifizierung halten? Ja, genau! Mein Gesicht hält nur etwa 5 Minuten Lächeln durch, bevor es zu Schmerzen beginnt. Also jetzt redet ihr aber Unsinn. Was kann denn wohl schlecht sein an Niedlifizierung? Sorry, Nick. Das ist einfach nicht richtig. Wir sollten alles lieber so lassen, wie es ist. Ihr scheint mich nicht zu verstehen. Ich bitte euch nicht, es zu tun. Ich befehle es euch, als meinen treuen Untertanen. Nun wartet aber mal. Bevor du was sagst, denk mal drüber nach. Sag nein, und du steckst dir wahrscheinlich für immer fest. Willst du es denn wirklich darauf ankommen lassen? Ja. Ja. Na siehst du, ich wusste, du würdest Vernunft annehmen. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja? Was soll das heißen? Ja. Es bedeutet ja. Ich werde nicht mithelfen bei diesem absolut lächerlichen Plan. Ja, genau. Das lässt er schön bleiben. Ich schätze, ich muss mir einen anderen Weg nach Hause suchen. Oh, gut. Ganz wie du willst mal. Die Welt wird trotzdem nitrifiziert. Und du bist für ewige Zeiten hier gestrandet. Falsch. Die Welt wird nicht nitrifiziert. Nur Flachs und ich können diese Maschine fliegen. Und wir, so wie das hier, ziehen jetzt Leine.
Stopp! Ihr geht nirgendwo hin. Ich befehle euch. Halt! Oh mein Gott! Du? Stimmt, genau. Ich bin Fluffy Schnuckelhäschen. Das beliebteste Häschen von allen. Wieso? Ein Häschen mit einem großen Ziel. Das war noch nie gut. Die Niedlifizierung der Welt ist nur Phase 1. Genau jetzt baut Wirrwarr an der ultimativen Schöpfungsmaschine. Ein Gerät, das mir die Macht gibt, all die netten Sachen zu erschaffen, die ich will. Kurz gesagt, ich werde ein Gott. Macht euch keine Sorgen um den anderen König Nick. Er ist an einem sicheren Ort. Er lernt, wie man wirklich fröhlich ist, so wie ich. Und eines Tages wird auch er den ihm zustehenden Platz einnehmen. Zu meinen Füßen. Zeit zum Verpieseln. Wache! Wache! Ergreift diese Feinde von Niedlingen! Das ist nicht der König, das ist Fluffy Schnuckelhäschen, verkleidet als Nick! Ich? Ein thronräuberisches Transvestitenkaninchen? Da fällt euch doch bestimmt was Besseres ein. Er hat die Zündschlüssel der Maschine, nehmt sie euch. Es ist Zeit, dass unsere Gäste niedlich werden. Nein! Oh Gott, Fluffy. Wieso tust du das? Nichts passiert. Flugs, wir sind in Ordnung. Hat nicht geklappt. Meine Güte mal. Du hast ja sowas von recht, mein Lieber. Aber der Flüchtling und seine Maschine sind wahrscheinlich gar nicht im Schloss. Ihr wisst doch, Nick und seine Spießgesellen sind schon niedlifiziert. Genau, wer hat überhaupt die Idee, hierher zu kommen? Also ich nicht. Ich auch nicht. Na, ich ganz bestimmt auch nicht. Doch, es war... Lautze, wir haben keine Zeit zum Streiten. Wir müssen ihr Versteck finden. Gehen wir also da entlang. Und Flachs, nicht schlapp machen. Jetzt haben wir endlich eine Chance, hier rauszukommen. Oh, lass man mal. Ich fühle mich hier schon ganz wohl. Danke. Geh du mal schön allein. Der da braucht eine stärkere Dosis. Mache! Ich bin der Anführer und ich sage, wir gehen da lang. Oh, hallo auch. Kennen wir uns nicht? Hä? Das ist er. Schnappt ihn euch. Mein Plan hat funktioniert. Hurra! Du hast schon genug Scherereien gemacht, Ausbrecher. Wir bringen dich direkt zu Widerlos. Er kann noch nicht weit sein. Alarmiert die anderen. Sucht ihn! Oh! Du kannst doch die Maschine fliegen, oder? Klar kann ich das! Dann tu es! Ach, ich weiß nicht. Einfach alles. Zu Befehl, mein Herr. Bye, bye. Leid. Habe ich dich geweckt? Oh, du hätte ich wissen sollen. Widerlust, du! Schweig! Graf Widerlust für dich, kleiner Mann. Herr des Übellandes, Schrecken von Niedlingen und bald oberster Herrscher der Welt. Also bitte ein wenig mehr Respekt. Au!
Wo bin ich? Wo? In unserem Kerker natürlich. Ich hoffe doch, die Unterbringung konveniert. Ich versuche wirklich, meinen Gästen die Unbequemlichkeit zu bieten, die sie verdienen. Ich habe einen Ruf zu verlieren, weißt du? Was willst du von mir? Wollen? Von dir? Nichts. Du hast schon genug getan, mal Block. Aber sag mal, hast du wirklich geglaubt, du stinkender Müllsack, könntest einfach in meine Welt gelatscht kommen, mal kurz mit links meine Weltherrschaftspläne ruinieren und dann abreiten zum Horizont? Böser Irrtum. Nein, 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 danke. Ich habe schon im Büro gespendet. Niedlich, nicht wahr? Sie enthält einen kleinen Cocktail, den ich selbst kreiert habe. Ganz simpel ausgedrückt könnte man ihn beschreiben als Mutagentinte. Ich will dein Mika-Gehirn nicht überlasten. Stell dir einfach vor, dass sich das Serum durch deinen Körper vorarbeitet und dabei den Malblock, den wir alle kennen und verabscheuen, in einen Ton verwandelt. Kraftlos, verletzlich und gefangen in meiner Welt. Auf ewig. Du wirst mir nichts von dem Zeug injizieren, Widerlus. Bravo! Endlich mal hast du rundherum recht. Das werde ich nicht. Das habe ich schon. Tut mir leid, aber ich finde das alles so überaus amüsant. Oh ja, ich weiß. Ich kann so ein böser Stecher sein. Ich komme hier raus, Widerlus. Darauf kannst du dich verlassen. Oh, mein lieber Mr. Block, da würde ich nicht darauf hoffen. Selbst wenn du es schaffst und findest dich aus deiner Spezialzelle, dann hast du noch ein ganzes Schloss voll grausamer Wachen vor dir. Du würdest einfach sterben, wenn du sie triffst. Was mögliche Wege aus dem Schloss betrifft, naja, ich garantiere, ein Sturz in die umliegenden Gewässer wäre bestimmt atemberaubend. Also, wenn ich nicht irgendetwas übersehe, etwa ein paar einziehbare Flügel auf deinem zerbrechlichen Rücken, würde ich empfehlen, du entspannst dich wie ein ganz braver Junge und lässt das Mutagen in Ruhe seine Arbeit tun. Monster. Während ich den Nidifizierer zerstöre. Was? Sag mir nur, wo er ist und ich überlasse dich völlig deiner unschönen Transformation. Ich soll dir den Standort der Maschine verraten? Also, das ist wirklich sehr amüsant. Wirklich? Dann sagst du es vielleicht lieber. Mir. Jetzt! Nimm deine Hände weg. Von mir. Was ist denn? Noch nie Katzenaugen gesehen? Und jetzt, Mr. Block, der Nidifizierer. Wo? Als die Maschine das Schloss von König Nick verließ, flog sie westwärts. Sie sollte jetzt an der Grenze von Niedlingen sein und geradewegs hierher kommen. Und wer steuert diese infernalische Erfindung? Mein Freund, Flachs Rehwild. Oh, wie praktisch. Ich vernichte die Maschine und den lästigen Trickreicher. Alles auf einen einzigen Schlag. Ein vielversprechender Start unserer Partnerschaft, Mr. Block. Willkommen im Team. Vielen Dank, Meister. Ich werde euch gut dienen, bis ich mich davon mache. Aufsässiger, nein! Miss Gunst, schnell, schaut in die Zukunft. Ich muss sie kennen. Ich sehe... Ja? Ja? Sagt mir, was ihr seht. Ich sehe, Malblock bleibt für immer euer Gefangener. Ja. Es sei denn... Es sei denn, was? Er bleibt euer Gefangener, es sei denn, ein lebloser Ritter wandelt, ein toter Vogel erhebt sich in Flammen und ich selbst gehorche seinem Befehl. Unmöglich! So etwas Absurdes wird niemals passieren. Natürlich, mein Herrscher. Ja, natürlich. Trotzdem werde ich weitere Vorkehrungen treffen. Keine falschen Hoffnungen. Ich persönlich
hole deinen Freund vom Himmel. Und was dich betrifft, Schlafmütze, dein Leben wird unsagbar grausam sein als mein gehorsamer Sklave. Träum was Süßes. Oh Gott. Tja, 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 tja. Oh Gott, Gesundheit. Rüssel, ich bin ein gnadenloser Verlieswärter während deiner Haftzeit. Und die dauert genau, lass mich mal gerade sehen, Lebenslänglich. Sag mal, ist das länger oder kürzer als ewig? Länger? Dachte ich's mir doch. Schauen wir mal, was steht denn hier sonst noch? Fluchtgefahr. Was? Das ist doch einfach doof. Und natürlich wäre es gefährlich, wenn du versuchen würdest zu fliehen. Ich weiß nicht, wer sowas immer schreibt. Also das erste Risiko, das du eingehen müsstest, wäre der Versuch, den hier in die Finger zu bekommen. Hier raus. Du weißt schon, weil... Also, dann ein fröhliches... Klebenslänglich. Ja, genau. Ein schönes Klebenslänglich, Gefangener. Ja, danke schön. Oh, weia. Was mag nun mit Niedlingen geschehen? Was wird Flachs machen? Wie wird es mal in der Gefängniszelle ergehen? Wird er es schaffen, fliehen zu können? Wird er die Welt vielleicht doch noch retten können und in seine eigene Welt zurückkehren können? Ja, Leute, wir gehen langsam, wenn auch langsam, aber sicher, auf das Finale von Let's Play Toonstruck zu. Die letzten Abschnitte des Spiels erwarten uns. Es wird noch sehr lange dauern, obwohl es die letzten sind, weil da kommen noch einige harte Rätsel auf uns zu. Ja, wir sind auf jeden Fall schon sehr weit gekommen und es wird Zeit, wieder das Schreckensherrschaft zu enden. Und natürlich auch die von Fluffy Schnuckelhäschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP.